Da war ja nicht positiv der Beitrag. Es war ja eher so, dass irgendwelche Leute sich da irgendwelche Chips reinballern und die Kinder im Krankenhaus landen. Ich finde auch nicht, dass das ein Negativbeitrag war. Also zumindest, also es war schon negativ. Eigentlich war es nur so ein halber Negativbeitrag. Egal, ich komme hier einfach nicht weiter, weil Natsu einfach nur irgendwelche Knöpfe holt. Ja, dann schmeiß dir doch mal weg, den Kater hier. Was ist denn los mit dir? Gib dir doch mal Mühe. Eigentlich geht es nur darum, sich über andere Leute lustig zu machen. Also versucht er mir irgendwie den schwarzen Peter zuzuordnen hier, mieser Klacko, ey. Wunderschönen Hakuna, meine Talas. Oh, du siehst auch heute aber sehr sexy aus. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute Level Asian von Shredder. 30-Minuten-Challenge hat uns aber der gute Silber geschickt auf Discord. Ist das ein neuer Name? Sein neuer Domina-Dame. Name, man weiß es nicht. Mit dabei haben wir natürlich Deko. 100 Dollar auf meinen Namen. Doppel-Alo-Muchachos. Einen wunderschönen guten. Hä? Was ist denn das? Warst du beim Friseur? Sieht gut aus! Oh yeah. Die Cringe Boys sind wieder da. Was geht? Yeah, Cringe Boys Auftrag, er wurde ausgeführt, ey. Hallo, ich bin Mr. Cringe. Wie geht's euch? Also, wird ein brutales Ding. Wir feiern ja so ein bisschen Transform-Action und das ist heute wohl auch wieder Programmdeko. Leider habe ich schon etwas vernommen. Ja. Was hast du Shiburek? Nein! Weevil. Ja, glaube ich. Du das an überhaupt, Alter? Glaube ich. Nicht hundertprozentig. Glaube ich. Also, Silber, Dankeschön für das Weiterleiten dieser Map. Höchstwahrscheinlich. Kuss geht raus. Scheint ja nicht deine Map zu sein. Ah, wie konntest du da verkacken, Bruder? Ja. Natsu hat sich gerade ja wieder von meinem Bildschirm geschickt. Natsu, ne? Und jetzt hat er sich auf meine Tastatur gelegt. Das und die Aufnahme ist weg. Gemacht. Ciao. Und die Aufnahme. Why? Die Aufnahme lief erst gar nicht, dann hat Natsu dich jetzt gerettet. Die Aufnahme läuft, aber Natsu hat auch einen Stream nebenbei versucht zu starten. So, Muchachos. Ja. Der 3-Sekunden-Stream, er kommt hierher. Wenigstens kümmert sich Natsu darum, ja? Natsu, er ist richtig Content-Creator. Oh, erst abfahren? Ich denke einfach mal. Natsu mit seiner Pfote an der Hand fest und will, dass ich mich streiche. Okay, Natsu, ich versuche das mal einhändig jetzt hier. Nein, nein. Oh, das ist doch richtig. Oh! Oh, ich mieser Katzenstreichler. Scheiße, verkackt. Erster Natsu. Punkt, first try, man kennt ihn. Natsu. Erster Punkt, jawohl, easy. Natsu. Muchachos, kurze Sache nochmal. Wir waren eiskalt bei ZDF. Der Gamescom. Ihr habt's gesehen. ZDF habe ich bei dem Community Hub auf YouTube auch ein Bild gepostet. Viele haben schon kommentiert. Auf Insta habe ich ein Video gemacht. Viele haben es kommentiert. Und ja. Richtig so geil, zweierlei Meinungen. Einige Leute meinten so, oh, was bashen die euch so weg? Da seid ihr einmal im TV und dann in so einem Negativbeitrag. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht gebasht gefühlt. Ich auch nicht, Digga. Ich finde auch nicht, dass das ein Negativbeitrag war. Also zumindest, also es war schon negativ. Eigentlich war es nur ja, so ein halber Negativbeitrag. Aber, ja. Sie haben uns jetzt nicht so als negatives Beispiel irgendwie genannt oder so, ne? Sie haben uns schon eher negativ geframed als nee, positiv. Ich finde, würde sie haben sagen. Uns gezeigt, also sie haben uns ja nur gezeigt, um zu zeigen, wie so eine One-Chip-Challenge-Kram aussieht. Ja, und dass das scheiße ist. Also der war ja nicht positiv, der Beitrag. Es war ja eher so, dass irgendwelche Leute sich da irgendwelche Chips reinballern und die Kinder im Krankenhaus landen. Weil das wieder so eine TikTok-Challenge ist. Die Kinder, also. Ja, weil das wieder so eine TikTok-Challenge ist. Wie hast du das denn gedeutet? Hau raus. Naja, die haben gesagt, so Kinder machen hier One-Chip-Challenge. Ja, weil sie das gesehen haben bei TikTok. Irgendwelche Challenges, ja. Klauen sich die One-Chip-Challenge beim Kiosk. Ja. Und haben halt Bilder von uns gezeigt, wie wir die One-Chip-Challenge gemacht haben. Ja, das ist aber doch ein bisschen positiv. Wir haben niemanden dazu aufgefordert, die One-Chip-Challenge nachzumachen. Wir haben niemandem, wir haben keinen Link zum Kaufen in die Beschreibung gepackt. Wir haben nein, das meine ich doch gar nicht. Wie die uns einfach nur dargestellt haben, dass wir da safe sind, ist ja gar kein Ding. Aber die haben sich jetzt, die waren jetzt nicht positiv gegenüber dieser One-Chip-Challenge. Und da es negativ geframed war und wir gezeigt wurden, ist das ja schon so ein bisschen Negativ-Framing für uns. Ist mir aber im Endeffekt scheißegal, weil jede Art der, wie sagt man im Marketing, ob es positiv oder negativ ist, es gibt nur gute Reichweitenbildung dadurch. Nice. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Aufmerksamkeit dieses ZDF Heute-Journal hat oder wie das auch immer heißt. Hieß das Heute-Journal? Wieso nee, was? Hallo Deutschland hieß das. Hallo Deutschland, Digga. Hallo. Digga! Hallo Deutschland?
Hallo Deutschland. Und wir haben Hallo Merchandise? Rudi, hey. Wir müssen den direkt mal was schicken, den ZDF-Leuten. Wo arbeiten die? In München oder so? Oder in Köln? Berlin, oder? Oder in Berlin? Ja, ich habe keine Ahnung, wo die arbeiten. Ach, Digga. Nicht. Wow! Aber ich fand's cool. Also, ich finde jetzt so, wir sahen optisch, sahen wir gut aus. Man hat Deko Wein gesehen. Man hat nicht Weinen gesehen, also man hat auch gesehen, so starker Mann, aber er kann auch Gefühle zeigen. Also, man muss nochmal dazu sagen, viele meinten, wie asozial von ZDF, was nehmt ihr euch einfach nur einen negativen Beitrag? Die haben uns gefragt. Die haben uns gefragt, dürfen wir ihren Content verwenden? Digga, ich komme hier einfach nicht weiter, weil Natsu einfach nur irgendwelche Knöpfe drückt. Ja, dann schmeiß dir doch mal weg, den Kater hier. Was ist denn los mit dir? Gib dir doch mal Mühe. Auf jeden Fall haben sie sich gemeldet. Wir wussten nicht, in welchem Kontext, muss man nochmal dazu sagen. Ja, die haben uns nur gefragt, ob sie unser One-Chip-Challenge-Videomaterial nutzen dürfen. Und die haben gefragt, so, wir brauchen bitte ganz, ganz schnelle Rückmeldung, weil der Beitrag heute laufen soll. Also, ich hätte noch fragen können, ja, in welchem Kontext denn? Aber scheiß drauf, Digga. Egal, hätten die uns richtig weggebasht, auch vollkommen egal. So, Jugendsprache 2023, was passiert mit der Jugend? Und dann werden die Losers gezeigt mit unserer ganzen random Sprache. Ich hätte es gefeiert, Digga. Ich hätte es einfach todes gefeiert. Hätten sie mal unser Digger oder unser Lachsnacken in die Liste mit aufnehmen können, ey. Digga, alles! Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin da jetzt eher stolz drauf eigentlich. Na natürlich, scheiß drauf, in welchem Format. Wen können sie aus YouTube nehmen für Beispielmaterial vom One-Chip-Challenge, haben sie dann für uns entschieden, ne? Obwohl es ja auch einige andere gibt. Ja, weil wir einfach ansehnlich sind, ne? Weil wir einfach gut sind. Genau, weil wir ansehnlich sind. Wenn wir ansehen. Wahrscheinlich nur, weil wir ansehnlich sind. Aber wir haben so eine Allerweltsfresse, ey. Ich komm hier einfach, ich hab noch nicht mal den ersten Punkt, ey. Du hast nicht mal den ersten Punkt? Ich hab noch nicht mal Digga, ich bin mit dem Shiburek durch, ich bin mit dem Panto durch, ich bin mit dem, was auch immer das gerade war, durch. Jetzt kommt hier gerade der Weevil, ey. Shit, Bro. Also entweder, das ist gerade hier alles mega scheiße gebaut, oder ich weiß nicht. Digga. Weevil MG. Ja, Muchachos, ihm geht raus. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir übrigens den 29.8. Wenn das Game rauskommt, könnte eiskalt schon der Metallshaker vielleicht bei Triebwerk dauert sein. In dem letzten Loserload-Video hat Deko... Was du jetzt gesagt hast, wenn das Game rauskommt, und ich habe mich ganz kurz gefragt, was für ein Game kommt denn jetzt raus? Und das Game, was ist noch rauskommt? Was ist denn da? Ah, sorry. Und dann fiel mir ein, okay, Marvin hat eine Scheiße gelabert, es geht darum, dass die Folge rauskommt. Genau. Nee, aber ich weiß auch, also ich habe keinen Plan, Alter, mit den Metallshakern. Ja, soll ja Anfang September rauskommen, meinte ja unser Management. Ja, eigentlich meinten sie ja irgendwann Freitag vor 2 Wochen oder irgendwie sowas, dann kam die Metallshaker auch raus, aber halt als Standard-Metallshaker und nicht als unsere Metallshaker. Nee, ich glaube da, ja stimmt. Irgendwie ist das ein Hin und Her, Muchachos. Wissen auch nicht, wie es da weitergeht, aber die neueste Nachricht war eben irgendwann im September, also Anfang September. Wir werden das nochmal erfahren, ey, aber Junge! Ihr werdet auch die ein oder anderen Werbevideos dann sehen, also... Auf jeden Fall Metallshaker Pflicht, Muchachos. Genauso wie der Pflichtbeitrag von ZDF, sich den nochmal reinzuzwirbeln, ne? Digga, wir sind 15 Sekunden sind wir zu sehen. Oder 10 Sekunden. Oder lass es 5 sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das meiner Oma zeigen, ey. Ich werde es auch meinen Eltern zeigen. Eiskalt bei ZDF, ey. Digga, ich find's echt geil, ey. Ich find's auch richtig Hammer. Hat sich jetzt haben sich die 10, fast 10 Jahre YouTube haben sich jetzt endlich gelohnt. Endlich. Scheiß auf andere YouTube-Formate. Digga, immer noch beim Spawn, ne? Scheiß auf Cross-Promo mit anderen YouTubern, Digga. Wir machen bald Kooperation mit ZDF, was? Los. Digga, wir haben ja eh die älteren Zuschauer. Beim ZDF kriegen wir auch so die 50-Plus-Jährigen. Können wir denen gleich mal sagen. Machen wir so eine Marktanalyse. Ey, bei uns seid ihr genau richtig. Wir haben die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt. So die... 17 bis 35-Jährigen. Abfahrt. Ja, ich würde es für ZDF für die sogar Werbung machen. Ja, glaube ich auch. Besser als auf jeden Fall irgendein so RTL-Schmutz-Content, ne? Ey, wenn Junge, wir. Ich verkacke die ganze Zeit beim letzten Schmutzigen, Alter, weil das einfach gebaut ist. Würdest du bei so einer RTL-Sendung mitmachen? Also jetzt RTL nicht. RTL auf keinen Fall. Okay, sagen wir sowas wie RTL Now. Sowas wie. Was könnten wir denn da machen? Was ist denn RTL Now? Ja, das ist dieses Bezahlabo, wo der Bachelor und Love Island und so funktioniert, ja, die ganze Zeit läuft. Für 20.000 Euro, ich bekomme keinen Cent, würdest du da mitmachen? Beim Bachelor? Nein, Deko der Bachelor, wie geil wäre das denn? Nein! Beim Love Island, bei irgendeinem Single-Format, wo du verkuppelt wirst und mit anderen Girls rumbimseln darfst. Ja, das könnte man sich doch überlegen. Aha!
Du kleiner notgeiler Sack, du, ey. Übrigens bin ich aber im Ziel. Nein, würde ich nicht, nein. 8 Minuten 30, Digga. Viel zu einfach. Was ist los, ey? Ich bin immer auf dem ersten Punkt. Nein. Ich glaube, ich war schon 8 oder 9 Mal beim letzten Schmutzigen und ich überdrehe mich da jedes Mal. Du hast doch sogar den X21. Ja. Ja, aber es ist einfach gebaut da hinten. Schau, das sind zwei Schmutzige, die sind beide einfach gebaut. Ich habe den ersten die ganze Zeit richtig knapp, im zweiten rutsche ich nur raus. Eins. Jetzt hab ich meinst du die oder wie? Ja. Digga, ich schau dir zu. Das ist irgendwie dein... Dein Ego-Boost, ne? Wenn ich dir zuschaue... unten, ja. Dann funktionierst du, ne? Aber ja, jetzt kommt noch mal... Jetzt kommt noch irgendwas, ja. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas kam da. Ah, ein Flip, okay. Hey. Ich wusste es nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Ja, du bist doch am Ziel, oder nicht? Ich bin am Ziel. Ja, dann fahr rein. Alter Schwede, ey. Alter, Deko bei Love is Blind, Deko bei nein, Temptation ich bin, Island. Ich bin bei sowas Digga, doch. Egal was, auch für 20.000 Euro machen. Digga, ich nicht. Würdest du machen, laber nein, mich nicht voll. Nein, würde ich nicht. Digga, warum nicht? Alles für den Kanal, ey. Bisschen Cross-Promo. Als ob wir da Cross-Promo kriegen, wenn natürlich. Wir zu Temptation Island oder so eine Scheiße gehen, Alter. Digga, du glaubst gar nicht. Das ist das Krasse. Das schauen fast nur Akademiker. Oder sehr viele Akademiker schauen sowas. Wo hast du die Info denn her? Von Temptation Island selber oder was? Weil Trust alle... My Statistics. Nein, nein, also ich kann das natürlich nur aus dem eigenen Kreis so sagen. Von meiner Frau. Lehrerin, Juristen, Richter, Anwälte. Alles komplett durch. Vorstände im Vorstand schauen den ganzen Bums. Kein Wunder, dass es mit Deutschland bergab geht. Zweite Map, Muchachos, Transform Not Asian. Geil, oder? Also, da seht ihr, es ist keine Level Asian. Soll aber brutal sein. Vielleicht komme ich diesmal zum ersten Transform-Punkt. Von Dex, und ich glaube, Dex war Loser Deko HDN. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wird auf jeden Fall extra geil. Jetzt haben wir auch eine andere Karre. Vielleicht kommst du ja mit der Karre besser klar. Extra geil. Was ist das eigentlich für eine Karre? Das ist ja nicht der Krieger, ne? Das ist ja so ein halber Krieger, ne? Warte. Kennen wir die? Also. MT. Entity. Entity MT ist das. Cool. Auf jeden Fall irgendwas Neues. Nicht was komplett... Alter, der fährt sich aber nicht ganz so geil, muss ich sagen. Beschleunigt ein bisschen ja, schwach. Ja, der ne? Beschleunigt richtig schwach. Aber, ey, der... Ja. Der hat eine krasse Lenkung, ey. Der GTA-Kante gefressen. Perfekt. Da funktioniert einiges. Alter, also die Lenkung ist brutal mit der Karre, ey. Nee, aber hier nochmal wegen Temptation Island oder so. Hast du dir das eigentlich schon mal gegönnt? Also hast du das schon mal gesehen? Nee. Ja, dann. Also ja, ich bin ganz bei dir, dass das asozialer Content ist. Komplett durch. 100%. Aber ja. du musst ihm dann wenigstens mal eine Chance geben. Nein. Dann kannst du also doch nicht sagen, dass scheiße ist. Jetzt, ich hab jetzt, natürlich kann ich das sagen. Ich hab schon irgendwie ein oder zweimal irgendwie 10 Minuten Bachelor geguckt oder so eine Scheiße. Das ist genau der gleiche Rotz. Ich hab auch schon mal irgendwie eine halbe Stunde Big Brother geguckt oder so eine Scheiße. Oder das Dschungelcamp. Das ist genau die gleiche... Nach oben springen? Genau die gleiche Scheiße. Genau der gleiche dämliche Grünfick. Du bist mein großer genau, Bruder. Genau, eigentlich geht es nur darum, sich über andere Leute lustig zu machen. Das ist nicht ja, so. Ja und nein. Also ja, das ist eigentlich das typische Format auf RTL, ja. Aber ja. Das ist eher so bei RTL 2 mit Harz, aber herzlich und so den ganzen kranken Scheiß. Ja, auch beim Bachelor geht es nur darum, sich über andere lustig zu machen. Wo ist das die Schleppende? Oh! Okay, du musst da eine Koralle machen. Mach eine Koralle. Und ich bleibe, also ich komme immer nicht, noch nicht sehr weit. Echt, wo verkackst du denn, Brudi? Bei den Sprüngen. Ja, da musst du ein bisschen nach oben springen. Und dann kommt sofort eine Koralle. Also, was heißt relativ? Ah, weiß ich nicht. Es ist wirklich Schmutz-Content, aber... Ich kann aber echt Leute nicht verstehen, die sowas damit ihre Zeit verbringen, Alter. Digga, die machen das auch zum Abschalten. Zieht euch lieber einfach mal gemeinschaftlich irgendwie eine Doku auf Arte rein oder irgendwie sowas. Irgendwas, was euch die Leute wollen macht. Abschalten. Genauso wie unser Content. Die Leute, die haben auch super viele Akademiker, die studieren oder die gerade am Studieren sind und ja, einfach mal... mit Politik beschäftigen. Die einfach mal abschalten wollen, weil der Tag schon wieder scheiße war. Und dann willst du dir keine Arte-Doku ja, reinziehen. Dann sucht euch einen anderen Job, Junge. Digga, wir profitieren genau davon, weil wir auch hier so einen komischen Content machen. Alles andere ist scheiße. Also wir sind ja, doch eigentlich... Schon scheiße. Eigentlich sind wir auf einer anderen Art und Weise natürlich viel intelligenter. Auch scheiße. Eine Art
RTL verschwindet. Weil wir den Leuten helfen. Ja, das meinte ich ja, weil wir den Leuten helfen beim Abschalten. Ja, diese Karre ist schon irgendwie hard random, aber irgendwie muss ich sagen, finde ich sie in Ordnung. Wieder ein bisschen nach oben springen, so. Ja, und jetzt, das wollte ich zwar nicht, aber okay, hab verkackt. Digga, wie soll das gehen und wo muss ich überhaupt danach hin? Also diese Koralle, die wird übel. Die Koralle wird echt böse, ja. Ich muss noch krasser nach oben springen, ey. Ich spring die ganze Zeit nicht hoch genug. Wow, ey. Okay, die Karre. Und dadurch, dass die Karre auch richtig gut haftet, die Koralle noch ein bisschen schwieriger. Jetzt einmal nice. Aber weißt du, wie man da hinkommt? Ich hab bisher immer noch keine Ahnung. Wo hinkommt? So. Ach, da oben, nein! Oh, das war aber gut, ey. Das war nicht scheiße. Jetzt weiß ich zumindest, wo man langfahren muss. Ich hab's gerade nicht gesehen, wo man danach langfahren muss, aber ist ja easy dann. Beschleunigt der bei dir auf dem weißen Wall auch nochmal so richtig krank, Alter? So auf diesen. Auf den Bauteilen hier, wo ich jetzt gerade drauf bin, jetzt, Digga, da beschleunigt der richtig heftig, ey, auf diesen durchlöcherten Dingern. So auf den festen Straßen ist alles chillo, aber. Digga, jetzt bin ich auch zu schnell. Ich möchte noch einmal kurz betonen, dass ihr alle natürlich gucken könnt, was ihr wollt. Wenn mir wieder vorgeworfen wird, dass ich keine andere Meinung akzeptiere. Aber ich glaube, wir können alle unterschreiben, dass es trotzdem Schmutz-Content ist. Aber Schmutz-Content, der einen vergessen lässt. Die eigenen Probleme höchstwahrscheinlich. Das ist die eigenen Probleme so ein bisschen vergessen zu können. Aber es ist halt. Nee. Also für mich ist es nichts. Ich möchte auch nichts. Ich möchte auch keine Gespräche über sowas hören. Ich möchte nicht dabei sein, wenn sowas geguckt wird. Das ist. Nee. Also das Ding ist, ich finde eine Sache schade. Zum Beispiel Netflix produziert ja heftig viele Sachen davon. Das finde ich echt ein bisschen blöd. Weil ich finde es geil, ab und zu mit meiner Frau so ein bisschen hier, wie heißen die? Too Hard to Handle und so. Jetzt schon 5. Staffel übrigens. Auch ziemlich geil gewesen. Mir anzuschauen. Aber es wird zu viel. Es gibt so viele randommäßige Reality-TV-Sendungen, die billig zu produzieren sind. Die laufen. Es wird geguckt. Es ist genau wie du gerade schon meintest. Es ist billig zu produzieren und die Leute gucken es. Und schon haben sie halt Material, was ihnen Watchtime bringt. Und sie müssen sich anstrengen dafür. Nein, schon wieder da drüber. Ey, ich krieg diese scheiß Koralle nicht hin. Keine gute Karre zum Vorbeifahren. Ich mach jetzt nochmal eine Arschdrehung. Versuche ich das mal. Hier nach unten und. Nein, okay. Dass diese scheiß Stangen da auch reinragen noch, Alter. Ja. So maximal beschissen einfach. Alter, wer hat die Rotsmap gebaut? Ja, Dex, der glaube ich mal Luso Deco ADN war. Der musste ja seinen Namen, glaube ich, abgeben. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, wie schnell ich bin, ey. Recht gut gebaut, oder nicht? Oh shit, Bro. Shit, Bro! Nein! Digga. Okay, wir haben's beide. Gold! Nein, ich hab's. Jetzt, wie ich ausweichen musste, ey! Ey, ich krieg jetzt richtig viel Props, Brudi. 2000 Props will ich haben, ey. Ja, du hast ja aber richtig früh schon gemacht, die Koralle, ey. Mach jetzt auch. Ich hab den Punkt! Finally, Alter. Strong, Digga, ey, strong, richtig strong. Wie du ausgerastet wärst, hätte ich dich da weggebumst, ey. Aber richtig, ey. Ja, natürlich, Alter. Schaffe ich die Koralle einmal, wäre richtig beschissen, jetzt nicht da weggeballert. Nee, das ist irgendwie noch nicht smooth genug. Ja, aber vielleicht. Ich hab beim Rückwärtsfahren ein bisschen auch runterlenken müssen. Sonst wäre ich drüber gefahren wieder. Vielleicht haben wir es jetzt umgedreht. Du schaffst diese Map, ich bin immer noch beim ersten Punkt. Aber einmal mal geswitcht. Ich gebe mir Mühe. Ich werde versuchen, ihn wahrzumachen. Ja, One-Chip-Challenge, ne? Waren wir ja. Warte mal einmal. Ja, waren wir geil. Das Einzige. Speed. Hol doch Speed! Die Muchachos, ne? Wir wurden angeschrieben. Wegen der One-Chip-Challenge, ob sie unser Material benutzen können. Und ich hab direkt das erste, was ich gesagt habe, war geil, Alter. Jetzt wollen die einmal unser Material benutzen, da war unser Ton so scheiße, ey. Haben sie im Endeffekt eh nicht gebraucht, ne? Richtig drüber aufgeregt, ey.
Oh. Ja, wir wussten wie gesagt nicht, in welche Richtung das geht, aber wir hatten ja nur die 2, ja, okay, das war schon relativ offensichtlich, dass es ja negativ oder richtig ist. Ja, war mir auch klar. Oh, ich fahr oben. Ciao. Digga, wie soll ich denn den Flip da machen, Alter? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, wir hatten ja 2,3 Millionen. Und es gibt ja eiskalt noch einen Chip, der hat 9 Millionen. Wollt ihr, dass Deko sich den mal reinzwirbelt? Ich habe keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung? Ich habe gegoogelt danach, ich habe es nicht gefunden. Nicht? Nee. Die einzigen Chips, die sind für unsere, so etwas schwarz, schwärzerer Verpackung, die ich gefunden habe, war mit 80.000 Scoville. 1000? Okay. Schau ich auch nochmal. Also richtig Muschi-Modus. Muss man da diese komische Drehung machen, oder? Ja, ja, du musst hier hoch oder rückwärts und dann drehen. Ah, okay. Habe ich gerade verkackt. Ach, wir haben sogar ein Buch. Dass du mich entgegenkommst. Ich war unten, da bei diesem Edward-Scheiß. Dass du Bescheid weißt. Oben. Und jetzt fahre ich unten, ja. Müssen mal boosten. Boost. So, wo muss ich jetzt hier rüberflippen? Oh. Nein, du Mistkarre! Hä, wo muss man denn da lang, Alter? Wahrscheinlich ist es schon wieder irgendwie ein anderer Weg. Ich fahre wieder falsch, glaube ich. Okay, ich fahre. Oh, ich fahre jetzt oben bei den Edwards. Ja, ich fahre unten. Weil ich fahre gar nicht, ich habe verkackt. So, wohin müssen wir denn? Ach, dahin. Oh! Ich habe versucht, einmal den Flip in der Kurve gemacht, einmal kurz nach der Kurve. Das war beide mal scheiße. Ich hab's! Oh. Oh! Ja, Digga, first try, Mann, was los? Ja, genau. Ja, viel früher, Brudi. Nicht da noch langfahren. So in der Mitte vom blauen Downflippen. Danke. Hä, wie danke? Ich hab's doch gerade gesagt, du Lappen. Ich bin doch gerade in der Mitte runtergefahren. Digga, es war richtig krüppelig, was du da gemacht hast, ey. Aber es war in der Mitte. Es war scheiße. Was machen Sachen? Das war nicht in der Mitte, du bist da hängen geblieben, hast irgendeine Scheiß gemacht, lass mich nicht voll, ey. Ja, ich bin hängen geblieben, als ich versucht habe, in der Mitte rauszufahren. Digga. Also, weil die Krümmung ist. Also versucht er mir irgendwie den schwarzen Peter zuzuordnen hier, mieser Klacko, ey. Ich hab noch keinen Plan, wie ich das machen soll. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich wie. Okay. Machen wir die nochmal zu. Oh, oh, ja, oben und jetzt unten fahren, unten. Ja. Ja! Buongiorno, hallo. Richtig easy, danke für deinen Scheiß-Tipp. Oben rausflippen, also so 360er mäßig. Oben, okay. Also, denke ich jetzt einfach mal. Ja, also musst du eigentlich 360er rausflippen, bam, dann bist du drin. Weiter war ich aber noch nicht. Wow! Ja, oh ja! Das ist wieder eine Elektrokarre, ne? Ja. Oh! Ocelot Visione oder wie heißt der? Digga, keine Ahnung. Oh, das wieder so rausspringen. Genau so. Oh! Ja, warum lande ich immer genau gleich, ey? Das war doch nicht richtig. Aber da oben ist schon der Transformer, ne? Aber es ist ein 360er. Der hat bei mir gerade perfekt funktioniert. Auch so mit einer schnellen Drehung. Aber ich lande. Schon wieder drin? Ich drehe nur nach rechts. Oh. Ich drehe mich um meine eigene Achse und die Karre dreht sich nach rechts. Ich lande immer und fahre dann quasi raus. Okay, das ist nicht gut, Brudi. Nee, ist es nicht. Nein! Oh, Digga, der Sprung danach ist ja todesrandom, Alter. Oh nein, es gibt mir Windschatten auch noch, ey, Brudi. Ja. Ja, Digga, los! Wie überdreht sich die Karre, Alter? Ja, passt. Jetzt wieder Fullspeed, Todesfullspeed. Und irgendwie rüberspringen. Perfekter Winkel, jetzt komm. Puh! Ja, es war nicht gut, aber besser wird's nicht. Ja, unten oder oben? Unten oder oben? Unten? Oh, unten. Oh, unten! Okay. Digga, ja. Oh no. Ja. Ja, oh, da ist der Punkt. Oh! Digga, das war schon wieder? Schade, ey. Speed. Ja, und unten flippen, unten. Atta! Okay, jetzt nur noch dieses eine Hindernis, dadurch. Hä? LOL! Was macht denn diese Karre, LOL, Alter? Du warst durch, Digga, du warst durch, da kam nichts mehr. Hä? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht, warum überdreht er sich denn?
rein? Ja, dann fall rein, ey. Okay, Muchachos, also, ihr habt ein paar Hausaufgaben. ZDF schauen, ja, unseren Beitrag. Und gerne auch euren Eltern vielleicht zeigen, ja, damit ihr denen zeigen könnt, dass die Lurus auch bei den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs sind. Vielleicht haben wir dann so ein bisschen mehr Ansehen, ja? Mal schauen. Also, Muchachos, Daumen nach oben ballern. Habt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim selber spielen, bis dann reingehauen.